Bladersbach im Oberbergischen Land, heute ein Ortsteil von Waldbröl, liegt am Hang einer flachen Hochmulde im Quellgebiet eines Baches, der in die Bröl fließt. In der Nähe des Friedhofs der kleinen evangelischen Gemeinde ist das Pfarrheim errichtet, in dem auch die Gottesdienste gehalten werden. Ostermontag ist in Bladersbach der Anteil der männlichen Einwohner beim Kirchgang besonders groß. Nach dem Gottesdienst begeben sich die Männer ins Unterdorf, wo sie nach überliefertem Brauch zum Hötscheln zusammenkommen. Das Hötschelspiel, wozu jeder eine 6 cm große, runde, etwa 300 Gramm schwere Wurfscheibe aus Blei benötigt, die man beim Kirchgang in der Hosentasche mitführt, wird ausschließlich an den beiden Osterfeiertagen gespielt. Wie man annimmt, besteht ein Bezug zur Heilsgeschichte, die über den abtrünnigen Jünger Judas Ischariot berichtet. Aus Reue über die Auslieferung Jesu an die Häscher hatte Judas die Silberlinge des Verräterlohns in den Tempel geworfen, nach Meinung der Bladersbacher am Osterfest. Während der eine oder andere Kirchgänger an diesem Ostermontag beim nachbarlichen Gespräch verweilt, haben die übrigen auf dem Randstreifen eines Hofplatzes an der Straße die Hötschelbahn hergerichtet und hier mit dem Spiel begonnen. Zur Eröffnung treten die Mitspieler, deren Anzahl nicht begrenzt ist, an den Ahnte- oder Antritt, um mit dem bleiernen Hötschelstück in beliebiger Reihenfolge den ersten Wurf auszuführen, der Einsatz genannt wird. Das als Hexe bezeichnete Ziel, bei dem sich Zuschauer eingefunden haben, liegt in 12 Schritt Entfernung und ist in den festen Boden eingeritzt. Es wird auf beiden Seiten von einem Stein begrenzt und besteht aus einem rechteckigen, etwa 1,50 Meter langen, 30 cm breiten Feld, dessen Mitte in Längsrichtung besonders markiert ist. Jeder Spieler ist bemüht, die eigene mit Erkennungszeichen versehene Bleischeibe in der Hexe möglichst nahe bei der Mittellinie unterzubringen. Nach dem Eröffnungswurf des Einsatzes begeben sich alle Spieler zum Zielfeld, um die Lage ihres Hötschelstücks festzustellen, die den Fortgang beim nachfolgenden Beisatz bestimmt. Als Beisatz bezeichnet man die 3 Wiederholungswürfe, die jeder ausführen muss, der beim Einsatz nicht in der Hexe gelandet ist. Die Reihenfolge bei jedem der 3 Wiederholungsdurchgänge, auf die alle Umstehenden sehr genau achten, richtet sich nach dem Abstand der Wurfplatten von der Umrandung des Ziels. Der Spieler, dessen Hötschelstück am weitesten entfernt liegt, macht bei jedem Durchgang den Anfang. Ihm schließen sich nacheinander die besser platzierten Werfer an, zuletzt diejenigen, die dicht vor oder dicht hinter der Hexe aufgekommen sind. Die Reihenfolge der Wiederholungswürfe wird unterbrochen, wenn ein Wurf eine der Platten in der Spielbahn trifft. Man bezeichnet dies als abgeholt. Beide Spieler müssen ihre Bleischeiben aufnehmen, um sie vom Ahnte erneut auszuwerfen. Oh.
Nach einer solchen Unterbrechung werden die Beisätze in regulärer Abfolge weitergeführt. Beim Wiederholungswurf ist jeder Spieler bestrebt, in die Hexe zu gelangen. Auch die Platten im schmalen Zielfeld, die von den Beisätzen ausgenommen sind, müssen bei Berührung durch eine andere abgeholt und neu geworfen werden. Solche überraschenden Wendungen machen auch für die Zuschauer den Reiz des Hötschelspiels aus. Da kann man streichen. Das war sehr schlecht. Da sich bei jedem Wurf die Position der günstig platzierten Mitspieler und damit das gesamte Spielgeschehen ändern kann, beobachten Unbeteiligte wie Beteiligte sachkundig die auftreffenden Bleiplatten, wobei man die Einhaltung der Regeln überwacht. Weil die Beisatzdurchgänge häufig von den zwischengeschobenen Würfen der abgeholten Spieler unterbrochen werden, kann sich ein Hötschelspiel mehrere Stunden hinziehen. Treffsicheren Werfern gelingt es immer wieder, die Platten von Konkurrenten aus der Hexe herauszupicken. Für die betroffenen Spieler ergibt sich dann außer der Reihe die Möglichkeit, das Wurfgeschoss noch besser im Ziel unterzubringen. Hey, Spieß! Die Steine an der Schmalseite der Hexe, von denen einer getroffen wurde, begrenzen die Spielbahn rechts und links, die vorne und hinten keine Begrenzung hat. Wer außerhalb auftrifft, auch wenn es sich nur um wenige Zentimeter handelt, befindet sich in schlechterer Lage als die, deren Hötschelstücke weit vor oder weit hinter der Hexe aufgekommen sind. Wer ins Aus wirft, ist bei den Beisätzen als Erster an der Reihe. Auch wenn zwei Hötschelstücke auf der Mittellinie der Hexe liegen oder diese mit ihrem Rand berühren, gelten sie als abgeholt. Diese Regelung macht es möglich, am Ende des Spiels eindeutig und unanfechtbar einen Gewinner zu ermitteln, weil so immer nur eine Platte auf dem Hexenstrich liegen kann. Wenn sich nach dem letzten der drei Beisätze keine Wurfscheibe auf der Mittellinie befindet, gewinnt derjenige, der im Zielfeld am nächsten herangekommen ist. Sehr so aus. Komm, du bist da. Zweiter Beisatz. Obwohl die Mittagszeit an diesem zweiten Osterfeiertag längst überschritten ist, sind die Hötschelspieler erst bis zum zweiten Beisatz gelangt. Mit dem anschließenden dritten Wiederholungswurf können die ungünstig postierten Spieler ihre Position nochmals verbessern. Jetzt bin ich dran. Wem es auch beim dritten und letzten Beisatz nicht gelingt, in das schmale Rechteck zu treffen, kommt für einen der vorderen Plätze nicht in Betracht. So bleibt beim Hötscheln bis zu den letzten Würfen die Spannung bewahrt. Selbst ganz am Schluss kann es geschehen, dass ein Spieler abgeholt wird, der sich innerhalb der Hexe gesichert glaubt. Dann kommt es nochmals zu zusätzlichen Würfen, die besonders genau beobachtet werden. Zu weit! Zu nah! Du bist der Letzte! Da! Schuss! 1, 2, 3, 4, 5 auf die Schmalseite. Wenn der letzte Beisatz erledigt ist,
werden mit einem Messstöckchen nach Lage der Hötzelstücke zur Mittellinie der Hexe der erste sowie die folgenden Gewinner festgestellt. Der Spieler, der den ersten Rang erreicht hat, sammelt den vorher bestimmten Beitrag ein. Für den Einsatz sind meist 2 Pfennige zu zahlen und jeder Beisatzwurf kostet in der Regel 1 Pfennig. Alles da? So, der Gewinner darf das eingenommene Geld als erster obschöckeln, wie man das Schütteln in beiden hohlen Händen und das Fallenlassen bezeichnet. Ihm stehen alle Münzen zu, die mit der Zahl nach oben liegen. Die übrig gebliebenen Geldstücke werden vom Zweitplatzierten aufgenommen, der seinen Anteil im gleichen Verfahren ermittelt. Da sich die Anzahl der Geldstücke verringert hat, fällt der Gewinn nun kleiner aus. Er bringt aber immerhin mehr als den eingezahlten Spielbeitrag. Noch für den. Auf diese Weise wird die Einnahme unter den Nächstbesten bis zum letzten Pfennig aufgeteilt. Die Zeit zum Mittagessen ist meist längst vorüber, wenn Ostermontag das erste Hötschelspiel mit dem Obschöckeln zu Ende geht. Alles Die Unentwegten finden auch dann noch nicht heim. Hinzu kommen diejenigen, die den Mittagstisch in der Familie schnell hinter sich gebracht haben, sodass man in kleinerer Besetzung ein neues Hötschelspiel beginnen kann. Am Nachmittag kehren auch die übrigen Bladersbacher fast vollzählig zurück. Es wurde berichtet, dass man vor 30 Jahren beim Licht von Stallaternen oft bis in die Dunkelheit durgemacht hat. Nach dem letzten Spiel am Ostermontag werden die bleiernen Wurfscheiben auch heute noch bis zum Osterfest im folgenden Jahr weggelegt. Das Hötscheln, das zu den früher weit verbreiteten, variationsreichen Feierabendspielen der Männergemeinschaften gehört, blieb in Bladersbach aktuell, weil man es hier in den Osterbrauch einbezogen hat.